Einmal dieselbe Luft atmen wie Paul McCartney. Einmal auf den Holzplanken stehen, die schon John Lennon mit seinen Stiefeln bearbeitete. Im legendären Cavern Club in Liverpool spielen. Für vier kleine Jungen aus der Nähe von Stuttgart ist dieser Traum jetzt in Erfüllung gegangen. Sie wurden zur Beatles Convention nach England eingeladen. Mein Kollege Enno Koch hat sie auf ihrer Reise begleitet. It's been a hard Sie sind die Idole einer ganzen Generation. Vor 40 Jahren starten die Beatles ihre Weltkarriere in einem winzigen Beatkeller in Downtown Liverpool. Bis heute hat den Pilzköpfen niemand ihren Platz in der Popgeschichte streitig gemacht. Doch jetzt ist es vielleicht soweit und die Gefahr droht im eigenen Haus, dem Cavern Club. Denn diese vier Jungs hier treten an, die Beatles mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ihr Name? Die Mini-Beats. Hey, ich bin der Philipp, ich bin 12 Jahre und in der Band spiele ich den John Lennon. Ich bin der Jonas, ich bin 13 Jahre alt und in der Band spiele ich mit Ringo Starr. Mein Name ist Andrea Schaub, ich bin 13 Jahre alt, in der Band bin ich George Harrison. Ich bin der Markus, bin 11 Jahre alt und spiele in der Band Paul McCartney. Die vier Schwaben haben sich von der miserablen 5:1 Niederlage der deutschen Nationalelf nicht die Laune verderben lassen und sind nach Liverpool gekommen. An Ort und Stelle wollen sie den Engländern zeigen, dass es auch noch Gewinnertypen in Deutschland gibt. Erstmal schnell zum Merseyufer, Gelegenheit für den ersten Soundcheck. Aufläufe können diese Jungs nicht mehr aus der Ruhe bringen. Wie ihre Vorbilder sind sie den Rummel um sich gewohnt. Eiskalte Profis, die mit Druck umgehen können. Dutzende von Konzerten liegen schon hinter den Mini-Beats. Das Einzige, woran es noch hapert, ist die non-musikalische Kommunikation mit den englischen Profis. Man kriegt ihn nur, wenn man die englische Ansage machen will. Ich kann kein Englisch, da kann ein bisschen Englisch, da kann ein bisschen Englisch. Englisch war bisher schließlich nur ein Fach in der Schule und für die Schule haben sich die Jungs noch nie so richtig interessiert. Warum auch? In Deutschland sind sie nämlich schon richtige Stars. Die Bravo kürte die vier zur Boygroup der Woche. Promotion-Termine sind zur Routinesache geworden. Einen Plattenvertrag haben die Bengel natürlich auch schon in der Tasche und für das Video waren die besten Regisseure gerade gut genug. Aber alle Abgeklärtheit nutzt nichts mehr, wenn man gerade mal 5 Minuten von der Unsterblichkeit entfernt ist, dem Live-Konzert im Cavern Club. Letzte Unklarheiten werden wie in Rockerkreisen üblich kameradschaftlich geklärt. Die Jungs, cool. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, welcome to stage. These guys are great. Mini Beats! Die sind außer sich. Die Jungs haben keine Chance. Eine Zugabe nach der anderen wird fällig. Nach 1,5 Stunden ist dann Schluss. Die Mini-Beats haben alles gegeben. Und genau dieses Motto hatten vor 40 Jahren hier schon mal 4 Jungmusiker. Und gleich wird es nochmal richtig laut bei uns mit den kleinen Blitzexperten. Also dranbleiben.